Heute sind wir unterwegs bei der Trollmutter. Die Claire Lys ist in Münchenstein seit ganz vielen Jahren schon bekannt dafür. Für eine riesige Sammlung. Wir sitzen jetzt hier gerade zumindest drin. Und fangen wir doch einmal zuerst so an, wie ist die Geschichte mit diesen Trollen mal losgegangen vor vielen Jahren. Der erste Troll, magst du dich noch erinnern? Ja, natürlich, klar. Sie war das erste Mal in Skandinavien hoch und ich bin direkt auf Troll. Die Farbe, die Ausdruck. Ich habe eins der ersten in Bergen gekauft und auf dem Prospekt ist gestanden, die bringen erst Glück und Reichtum, wenn sie mindestens zu zweit sind. Und auf der Retour, bevor ich auf der Ruchtikute, nein, auf der Colorline, haben wir den zweiten in Oslo gekauft. Und ein Jahr darauf habe ich nicht mehr so gross gefunden, einen kleineren, und seitdem hat mich nicht mehr losgelassen. Ich sammle jetzt die Troll ca. 37, 38 Jahre und solche bin ich einfach begeistert. Was ist denn für eine Philosophie hinter diesen Trolls? Du hast mir ja mal gesagt, es geht auch ein bisschen um Natur. Ja, der Troll ist der Schutzpatron der Natur. Da gehören auch Hexen dazu, das sind Kräuterfrauen. Und das ist bei allen Herstellern auch immer ein paar Hexen drauf. Sind weniger Frauen, sonst eben als Hexen. Die Trolls sind einfach männlich. Und ja, das ist einfach unmöglich, ja, unendlich, um die zu sammeln. Es ist natürlich auch eine Preisfrage oder einfach eine Altersfrage. Mir fehlt schon noch etwas, das ist ganz klar. Aber einfach die ich habe, das ist aus Überzeugung. Die sind wunderschön, die haben einen Ausdruck, der mich einfach fasziniert. Die gehören offensichtlich auch alle ein bisschen zusammen. Ich sehe verschiedene Gruppen, verschiedene Style. Jetzt, warum sind wir da heute? Ein Herzenswunsch von dir ist, dass die Sammlung nicht auseinandergerissen wird. Wir suchen jemanden. Ja, genau. Meine Familie, meine Tochter hat noch nie Interesse auf den Troll. Ich bin langsam auch älter. Mir wünscht, wäre es immer gesehen, ein Trollmuseum zu gründen. Das ist eben nur ein Traum geblieben. Und jetzt denke ich, bevor das auseinandergeht, es wäre schön, jemanden zu finden, der würde genau gleich den Sinn haben wie ich, die Pflege vielleicht noch erweitern, weil es gibt immer noch etwas zu erweitern. Aber mein Wunsch ist einfach als Jahr nicht diese Sammlung auseinandergenommen werden. Jetzt habe ich vorher gesagt, wir sind ja schon in einer Riesensammlung, aber ich weiss, du versteckst noch viel mehr um dich herum. Was gibt es denn noch drumherum? Was gehört alles zum Thema Troll? Was erwartet ein zukünftiger Museumsdirektor? Ja, das wäre schön. Ja, ich habe natürlich einen Haufen Ordner, Postkarte, Kinderartikel, Schirm, Besonderheit, es ist ein Schachbrett mit Trollfigur. Ja, es ist unendlich. Ich habe sicher gegen 60 bis 80 verschiedene Tassen von Troll, Schnapsgläschen von Troll. Es gibt einfach unendlich. Also, wenn jemand Interesse daran hat, dann haben die jetzt einen kleinen Ausschnitt gehört und gesehen davon, meldet euch doch direkt bei der Trollmutter und kommt mal reinschauen. Es ist bezaubernd und es ist eine unglaubliche Märchenlandschaft. Bitte, bitte meldet euch, wir suchen jemanden, damit die ganze Sammlung so zusammenbleibt. Viel Glück in dem Fall. Ein trollisches Glück. Ja, ich hoffe, dass das zusammen die Sammlung bleiben kann.